Also, was kann ich für Sie tun? Ich möchte zu Archangel. Sie und Halb Omega. Wollen Sie ihn auch tot sehen? Warum sind alle hinter ihm her? Er bildet sich ein, dass er für die gute Seite kämpft. Dabei gibt es auf Omega gar keine gute Seite. Alles, was er tut, verärgert irgendjemanden. Und jetzt holt ihn das ein. Na dann. Ich stelle ein Team zusammen. Er steht auf meiner Liste. Interessant. Sie werden sich einige Feinde machen, wenn Sie sich mit Archangel zusammentun. Vorausgesetzt, Sie schaffen es überhaupt bis zu ihm. Er hat momentan ein paar Schwierigkeiten. Was für Schwierigkeiten? Die Söldnergruppen hier haben sich zusammengetan, um ihn auszuschalten. Sie haben ihn in die Ecke getrieben. Aber jetzt fällt es ihnen wohl schwer, ihm den Rest zu geben. Sie heuern jeden mit einer Waffe an, damit er ihnen hilft. Das könnte unser Weg zu ihm sein. Sie benutzen ein Zimmer zur Rekrutierung. Direkt da drüben. Die nehmen Sie bestimmt. Was können Sie mir über Archangel erzählen? Weniger als mir lieb ist. Er ist vor einigen Monaten hier aufgetaucht und macht seitdem alle möglichen Probleme. Wenn man seine eigenen Gesetze macht, und das tut hier jeder, erschwert er einem das Leben ganz schön. Er ist dumm und ein Idealist. Immerhin scheint er begriffen zu haben, dass man sich mit mir nicht anlegt. Welche Söldnergruppen sind hinter Archangel her? Blue Suns, Eclipse, Bloodpack. Das sind die wichtigen auf Omega. Außer im Krieg sieht man sie sonst nie zusammen. Hassen Sie Archangel? Ich habe keine Zeit für Hass. Ich misstraue allen gleichermaßen. Im Moment bin ich ganz zufrieden damit, wenn sie sich gegenseitig umbringen. Na dann. Vielen Dank für die Hilfe. Mal sehen, ob sie das auch noch denken, wenn die Söldner merken, dass sie ihm helfen wollen. Dann habe ich wohl keine Zeit zu verlieren. Sie haben alle Zeit der Welt. Archangel hingegen weniger. Okay, Archangel ist also dieser Warlord, den wir suchen, oder? Oder haben wir hier irgendwo, steht doch hier bestimmt irgendwo. Müsste dann bei dem Codex stehen. Oh Gott, warum ist die Musik jetzt so laut geworden? Mann. Nee, müsste nicht im Codex stehen, müsste im Tagebuch stehen. Missionen oder Aufträge? Ein Batterien vergiftet Menschen hat sich auch bei ihnen versucht. Norman, die FBA-Kupplung, die Techniker können neue... Stimmt, wo war die denn? Ah, okay. Das ist hier der Gefangene. Aha. Wo gibt's den? Weiß ich nicht. Archangel. Taktische Expertise mit kleinen Einheiten. Universalwerkzeugexperte und anerkannter Scharfschütze. Ah, Söldnerführer, dessen Operation mit einer bekannten Expertise. Nee, das war also nicht der Warlord. Der Warlord war also der Warlord. Und das war Dr. Oka. Gut. Dann müssen wir jetzt also zu dem Söldnertypen. Dem hier. Ich habe gehört, dass Sie rekrutieren. Aha. Warum kommen Sie nicht rein? Sie werden bezahlt, wenn der Job erledigt ist, wie alle anderen auch. Wer ist der Nächste? Ihr drei seht aus, als könntet ihr einiges bewirken. Lust auf einen guten Kampf? Sicher, wenn das hier der Ort ist, wo es Archangel an den Kragen geht? Das ist er. Standardbezahlung sind 500 Credits pro Nase. Fällig nach Erledigung des Jobs. Wenn Sie draufgehen, bekommen Ihre Freunde dafür nichts. Sie brauchen eigene Waffen und Panzerung. Aber das scheinen Sie ja schon zu haben. Und dadurch gehören Sie weder zu den Blue Suns noch zu Eclipse oder dem Bloodpack. Sie sind ein Freischaffender. Basta. Noch Fragen? Ich bin bereit. Aber wir können noch mal kurz untersuchen, was es hier alles gibt. Warum arbeiten die Söldner zusammen, um Archangel auszuschalten? Sie sind wohl noch nicht lange auf Omega, oder? Er tut alles, um uns ins Handwerk zu pfuschen. Lieferungen gehen verloren, Operationen werden verraten und jeden Monat wird es schlimmer. Tarek und die anderen Bosse sind es leid, Credits zu verlieren. Und Männer. Wer ist Tarek? Ist er einflussreich? Wie viele Söldnerbosse sind denn an dem Angriff beteiligt? Ja, Tarek ist der Anführer der Blue Suns, aber alle drei Bosse führen die Operation gemeinsam durch. Jareth führt Eclipse an und Garm ist der Kopf des Bloodpack. Tarek ist der Boss, aber die anderen würden das nie zugeben. Mich überrascht, dass sie überhaupt etwas hiermit zu tun haben. Aber Archangel loszuwerden, ist es wohl wert. Na dann? Was machen wir, wenn wir dort sind? Wie kommen wir zu Archangel? Die Söldner sagen es ihnen, wenn sie da sind. Mein letzter Informationsstand ist, dass die Freischaffenden Kundschaftertrupps bilden, die als Ablenkungsmanöver für Archangel in Wellen angreifen, während wir versuchen, seine Verteidigung zu knacken. Wir sind also nur Kanonenfutter? Wenn es ihnen nicht passt, heuern sie nicht an. Aber wenn sie ihren Job gut machen, sind es leicht verdiente Credits. Außerdem
Wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass er sie alle erwischt? Okay. Warum Archangel? Ziemlicher Aufwand für einen einzigen Kerl. Er hatte ein ganzes Team, aber darum haben wir uns gekümmert. Jetzt ist er ganz allein. Aber er hat zwei Vorteile. Es ist seine Operationsbasis und er weiß, dass wir kommen. Er ist auf einen Angriff wie diesen vorbereitet. Wir haben bei dem Versuch, zu ihm vorzudringen, schon viele Männer verloren. Es wird nicht einfach, zu ihm vorzudringen. Als würde man Vorcha aus der Kanalisation raustreiben. Aber genau dafür rekrutieren wir Leute. Wenn wir ständig neue Kämpfer auf ihn hetzen, kriegen wir ihn schon irgendwann. Na, wenn das euer Team ist oder eure Sorgen ist, er ist Scharfschütze. Das heißt, er kann natürlich auch schon aus viel großer Distanz die Leute abknallen. Das könnte für uns Probleme bereiten. Das heißt, wir kommen gar nicht so weit durch, um mit ihm zu sprechen. Andererseits ist natürlich, als Scharfschütze muss man natürlich ständig Konzentration bewirken und der muss doch auch irgendwann mal schlafen. Das heißt, wenn irgendeiner genau in dem Moment, wenn er wirklich alleine sein sollte, in dem Moment kommt, in dem er gerade schläft, dann ist er tot. Wo findet der Angriff statt? Archangels Operationsbasis. Er hat sich die ganze Zeit direkt vor unserer Nase versteckt. Ich kann Ihnen nicht genau sagen, wo es hingeht, aber wir sorgen für den Transport. Na dann. Wohin geht es? Gehen Sie einfach rüber zum Transportdepot neben dem Club. Einer unserer Jungs holt Sie dort ab. Schicken Sie den nächsten rein. Hey, kann ich mich hier verpflichten? Sie sind etwas zu jung, um als freischaffender Söldner zu arbeiten. Ich bin alt genug. Ich bin auf Omega aufgewachsen. Ich weiß, wie man eine Waffe bedient. Sie müssen mehr als das wissen, wenn Sie überleben wollen. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Außerdem habe ich gerade 50 Credits für diese Pistole hingelegt. Und hier ist Ihr Geld zurück. Hey, was haben Sie? Vertrauen Sie mir. Eines Tages werden Sie mir dankbar sein. Okay. Dann müssen wir jetzt nach nebenan und da werden wir abgeholt, oder was? Mann, Musik, ich hab dich schon leiser gestellt und trotzdem bist du immer noch so mega laut. Maria, Söldneranwerber, Afterlife obere Ebene. Wo ist denn unser Auftrag jetzt? Ma. Tagebuch, Archangel. Zum Transporthub begeben. Gehen Sie hinüber zum Transporthub in der Nähe des Clubs und nehmen Sie Ihren Shuttle zum Aufenthalt. Okay. In der Nähe des Clubs sollte also nicht weit weg sein, dann finden wir das schon. Mach mal auf. Kommen Sie schon, lassen Sie mich rein. Transporthub. Omega, was für ein Drecksloch. Zumindest hält man sich immer auf den Zehenspitzen. Ich war früher schon mal geschäftlich hier. Danach braucht man außer der normalen Dekontamination noch zusätzlich eine lange Dusche. Also, ich habe gehört, dass ein Mensch in die Seuchenzone vorgedrungen ist. Und jetzt gibt es dort jede Menge tote Vorcha. Wissen Sie etwas darüber? Ja. Ich hatte dort eine Mission zu erledigen. Die Vorcha standen einfach nur im Weg. Erinnern Sie mich daran, Ihnen niemals im Weg zu stehen. Nun, meine Arbeit ist gerade um einiges leichter geworden. Was genau ist Ihre Aufgabe? Das hat der uns reingelassen hat, ne? Ich soll die Vorcha in Schach halten und dafür sorgen, dass Arya sie nicht zu sehen bekommt. Das war's schon. Für mich gibt's nicht mehr viel zu tun. Aber so wie sich die Vorcha vermehren, wird sich das schon bald ändern. Es gibt hier ziemlich viele Vorcha. Was haben die für einen Plan? Vorcha? Plan? Sie sind eine Plage, sonst nichts. Wenn die anfangen würden zu denken, hätten wir alle ein großes Problem. Ich gehe dann mal. Gute Arbeit. Weiter so. Die fangen nicht an zu denken, sondern sie werden gelenkt. Und wir wissen, von wem sie gelenkt werden. Blue Suns Fahrer. Ah, du bist derjenige, der uns hier fährt. Ich bin bei der Mission dabei. Hoffentlich sind Sie bereit. Archangel hat die Freischaffenden ordentlich dezimiert. Ich bin bereit, wenn Sie es sind. Wir sind auch Scharfschütze, mein Freund. Wir können es mit einem anderen Paar Scharfschützen aufnehmen. Wird dann aber wahrscheinlich nicht als Hauptmitglied unseres Teams agieren können. Und daher nun mal dann wahrscheinlich auch dieselben Fähigkeiten besitzt wie wir. Also für uns eigentlich sinnlos. Wir nehmen ihn aber trotzdem halt gerne mit an, weil je mehr, desto besser, ne? So, wir haben mit Mordi noch nie gekämpft, deswegen nehmen wir den mal mit. Miranda gefällt mir einfach. Jape kann auch mal kurz ein bisschen Ruhe haben hier.
Upgraded haben wir sie alle schon. Also zurück und beenden. Wir sind bereit. Vielen Dank für die Fahrt. Ja, wir sind selber gefahren. Dann doch nicht vielen Dank für die Fahrt. Oder doch? Es ist Zeit, dass Sie mal jemanden schicken, der aussieht, als könnte er wirklich kämpfen. Hat man Ihnen gesagt, gegen wen es geht? Nicht wirklich. Der Anwerber hat sich ziemlich vage ausgedrückt. Wir bekämen kaum Leute, wenn jeder die Wahrheit kennen würde. Archangel hat sich in einem Gebäude am Ende des Boulevards da drüben verkrochen. Er ist in der besseren Position, weil der einzige Weg rein über eine Brücke ohne jede Deckung führt. Ein Schlachtfeld. Aber langsam wird er müde und macht Fehler. Wir werden ihn bald haben. Ja. Ich komme schon hin. Zeigen Sie mir nur, wo die Brücke ist. Ihre Einstellung gefällt mir. Aber wir haben schon einen Plan am Laufen. Sie sind beim Ablenkungsteam. Gehen Sie direkt über die Brücke und halten Sie Archangel beschäftigt, damit das Infiltrationsteam hinter ihm reinschleichen kann. Klingt ein bisschen nach einer Selbstmordaktion. Völlig richtig. Aber Sie sehen aus, als würden Sie damit fertig. Gehen Sie den Boulevard rauf bis zur dritten Barrikade. Reden Sie mit Sergeant Kafka. Er sagt Ihnen, wann es losgeht. Okay, wo ist die Brücke? Die Brücke ist also der einzige Weg zu seinem Versteck? Genau. Archangel hat alle unterirdischen Gänge gesprengt und die Türen zu den unteren Ebenen versiegelt. Einige unserer Teams graben, aber das dauert zu lange. Wenn sie den Jäger wieder in die Luft bekommen, wäre das eine große Hilfe. Aber ich hoffe darauf, dass das Infiltrationsteam seinen Job macht und wir alle nach Hause gehen können. Sie haben einen Jäger eingesetzt, um einen einzigen Typen auszuschalten? Ja. Und Archangel hat ihn abgeschossen. Er hat ihn nicht zerstört. Aber er wusste genau, wo er ihn treffen musste, um ihn außer Gefecht zu setzen. Der Kampf war nicht besonders fair. Wenigstens nicht für uns. Dann? Wo ist das Infiltrationsteam jetzt? Am anderen Ende der Brücke, in der Nähe seines Verstecks. Aber sie können nicht weiter, ohne gesehen zu werden. Wie sind sie denn so nah rangekommen, ohne gesehen zu werden? Mehr Ablenkung. Tarek hat einen Jäger eingesetzt, um Archangel zu beschäftigen. Ein paar Männer haben es bis in sein Versteck geschafft, bevor er den Jäger runtergeholt hat. Aber die sitzen jetzt dort fest. Wir müssen dafür sorgen, dass Archangel sich nur auf die Brücke konzentriert, damit er sie nicht findet und ausradiert. Also darf er sich nicht auf die Brücke konzentrieren, um sie finden. Was wissen Sie über Archangel? Da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kümmere mich nur um die Logistik. Tarek und die anderen Söldnerbosse haben schon eine ganze Weile mit ihm zu tun. Aber seien Sie nicht überrascht, wenn Sie nicht gerade begeistert davon sind, mit einem Freischaffenden zu reden. Ich gehe mal besser zu Sergeant Kafka. Gute Idee. Seien Sie auf dem Boulevard vorsichtig. Archangel hat da draußen schon Dutzende umgelegt. Na dann. Reinkommen ist ganz einfach. Rauskommen eher problematisch. Ja, wir sollten bis zu ihm vordringen können, wenn er uns irgendwie vertrauen kann, wenn er irgendwie weiß, dass wir auf seiner Seite sind. Dann können wir auch mit ihm reden und ihn dazu überzeugen, dass er uns anschließt, aber dann wieder raus ist nicht so gut. Wir sollten ihn erstmal finden, dann fällt uns schon ein, wie wir zurückkommen. Okay, zu Sheridan. Sergeant Carter, so. Wo ist denn der? Dann werden wir wohl mit den Söldnern mitgehen. Die schweren Mechs und der Jäger verfügen über erhebliche Feuerkraft. Wenn sie sie vor ihrem Abzug schwächen, verbessert das ihre Chancen. Okay, wir können sie vor unserem Abflug schwächen. Wir können keine Karte aufrufen. Dann gucke ich nochmal kurz, was ist denn der Auftrag? Mit Sergeant Carter in der dritten Barriere sprechen. Irgendwie können wir die... ja... schwächen. Ich weiß leider noch nicht wie. Vielleicht kriegen wir von Carter eine Information, die uns hilft. Gehen wir da mal rein. Wir brauchen Sie was? Führen Sie Eclipse an? Haben Sie das ganz alleine rausgefunden? Ich bin Jareth, Anführer von Eclipse auf Omega. Was wollen Sie? Das Hauptaugenmerk des Angriffs liegt also auf dem Infiltrationsteam? Es ist Tareks Plan, nicht meiner. Er will nicht noch mehr Männer verlieren, darum schickt der freischaffende Visier an die Front. Archangel kann nirgendwo hingehen, also wird es nicht schaden, es mal zu versuchen. Wer weiß, vielleicht haben Sie ja Glück. Sie verstecken sich also einfach hier, während die Freischaffenden draufgehen. Ganz genau. Sie werden dafür bezahlt, ihn zu beschäftigen. Mehr nicht.
Ob sie überleben oder nicht, liegt ganz an ihnen. Okay. Warum ist Eclipse überhaupt auf Omega? Wenn ihnen so viel daran liegt, Eclipse kontrolliert etwa 20% von Omega. Unsere Transporter und Mechs halten das E-Zero in Bewegung. Klingt sehr organisiert. Eclipse ist eine gut geölte Maschine, aber Omega ist alles andere als organisiert. Es ist ein ständiger Kampf um die Kontrolle. Und plötzlich taucht dieser Archangel auf und macht alles noch komplizierter. Warum macht Archangel Ihnen so viel Ärger? Fragen Sie ihn. Ich bin nur hier, um so viel Kohle wie möglich zu machen. Wir sind nicht nach Omega gekommen, um von Gesetzen und Vorschriften eingeschränkt zu werden. Er wird es noch bereuen, jemals nach Omega gekommen zu sein. Das verspreche ich Ihnen. Klingt, als wäre es was Persönliches. Er hat letzten Monat einen meiner Transporte überfallen und zwei meiner besten Agenten getötet. Einer von ihnen war mein Bruder. Ja, verdammt, es ist was total Persönliches. Okay. Was wissen Sie über Archangel? Seine Lebenserwartung sinkt rapide. Ist das alles? Niemand scheint irgendwas über ihn zu wissen. Sehen Sie sich um, dann erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen. Er ist klug, er ist einfallsreich und er ist gefährlich. Aber wir haben ihn in die Enge getrieben. Er wird uns nicht mehr lange zum Narren halten. Kann ich Ihnen sonst noch irgendwie weiterhelfen? Woher ist er gekommen? Wer ist er? Das wussten nicht mal seine Leute. Vielleicht erfahren wir mehr, wenn wir seine Leiche haben. Obwohl es dann eigentlich schon egal ist. Ich gehe dann mal. Gute Idee. Ich habe gerade kurz überlegt, aber das kann ja eigentlich nicht sein. Der Unbekannte hat ja zu uns gesagt, dass man von Garrus nichts mehr gehört hat, seitdem ja, er quasi aus unserem Schiff überlebt hat. Er ist wohl zurückgekommen, dann hatte man nicht, lange nichts mehr von ihm gehört und selbst der Unbekannte konnte nichts darüber herausfinden, was ja sehr merkwürdig ist. Allerdings ist er kein Scharfschütze gewesen, Garrus. Deswegen ist das sehr, ja, also deswegen ist das sehr unwahrscheinlich, dass er das ist. Aber ich habe jetzt gerade eben nur so gedacht, wenn du nicht mehr seine Leute wissen, wo er herkommt und so weiter und so fort, alles so ein großes Geheimnis, dann wird das ja vielleicht irgendwas bedeuten. Ich habe mit Garm gesprochen und er und seine Männer sind bereit. Sollte die Operation erfolgreich sein, können wir mit optimaler Moral und völliger Zustimmung seitens der Männer rechnen. Wegen der bereits erlittenen Verluste ist es allerdings möglich, dass wir für das Erreichen unseres nächsten Ziels nicht genügend Leute haben. Dabei ist natürlich klar, dass keine unserer Organisationen ohne die Unterstützung der anderen beiden gegen Aria eine Chance hat. Ach, die wollen gegen Aria kämpfen? Oder was? Ach ja, stimmt, das wissen wir ja sogar. Aria hat ja sogar zu uns gesagt, dass sie ganz zufrieden ist, solange die Leute sich gegenseitig abschießen und beschäftigt sind. Aber die wollen sich wohl zusammenschließen gegen Aria. Und wir können sie wohl dadurch, als auch da. Ah. Wie kann ich also sabotieren, oder was? So. So. Und so. Dann umgehen wir hier mal. C, Y, Y. Komisches Ding, C. So ein komisches Ding, anderes komisches Ding. Das ist dasselbe komische Ding und dann sind die auch dieselben. Sehr schön. Die Parameter neu konfiguriert. Das müsste sie ausbremsen. Perfekt. Er wird ziemlich feindselig sein, wenn Sie ihn aktivieren. Okay, dann wird das Ding also schon mal nicht gegen uns kämpfen. Ich denke mal, wenn wir das nicht aktiviert hätten, also nicht umgeschrieben hätten, dann müssten wir am Ende auf dem Rückweg dann gegen das Viech kämpfen. So wird es auch auf die eigenen Leute schießen. Und sollte uns ein bisschen Unterstützung leisten. Abschau. Das ist also Garm. Reden wir erstmal mit euch. Wir sind am falschen Ort, Freischaffender. Sind Sie der Anführer des Blood Pack? Garm heiße ich. Mehr müssen Sie nicht wissen. Ich sitze hier fest und warte, bis Sie und die anderen Freischaffenden mit dem Kriegsspielen fertig sind. Stellen Sie Ihre Fragen und dann gehen Sie. Okay. Wann greift das Blood Pack an? Der verdammte Tarek will, dass wir warten. Ich hasse warten. Aber er sagt, die Suns hätten einen Plan und wollen nicht, dass wir ihnen in die Quere kommen. Ah. Wir sollen warten, bis Eclipse eine Max schickt. Mal sehen. Das wird nicht klappen. Warum ist das Blood Pack auf Omega? Wir sind die Eingreiftruppe auf dieser verdammten Station.
Wenn Sie Schutz brauchen oder jemand verschwinden soll, sollten Sie mit uns reden. Das Blood Pack ist überall auf Omega. Alle lieben uns. Und alle hassen uns. Vor allem Archangel. Ich glaube, Archangel hasst eigentlich nur Sie. Er ist ein verspanntes Arschloch und mir ist völlig egal, was er von mir hält. Aber er kostet mich Männer und ist schuld daran, dass ich für mein Sold arbeiten muss. Ich werde ihn heute aus dem Verkehr ziehen. Warten Sie es nur ab. Ich bin der Einzige, der schon mal einen Zweikampf mit ihm ausgetragen hat. Ach, hast du schon? Werden wir eventuell am Ende dann quasi gegen alle drei Anführer von diesen Organisationen hier reden? Also von Eclipse war das eine, ja, glaube ich, von den Blue-Typen hier und von dem Bloodpack. Wäre ja eine geile Sache eigentlich. Was wissen Sie über Archangel? Er ist ein gewaltiges Ärgernis. Er ist ein Toriyama, also noch ein Stück hässlicher als Sie. Und er ist tapfer, bis ihm klar wird, dass man mehr auf dem Kasten hat, als er dachte. Doch ein Turianer? Aber nein, Garrus war kein Scharfschütze, das kann nicht sein. Klingt, als hätten Sie Erfahrungen am eigenen Leib gemacht. Er hat mal versucht, mich fertig zu machen. Hat gewartet, bis ich allein war. Es war der längste Kampf meines Lebens. Aber ich konnte ihn in Schach halten, bis meine Männer aufgekreuzt sind. Danach war er nicht mehr so knallhart. Wir haben ihn über halb Omega gejagt. Fast hätte ich ihn gehabt. Aber der schmierige Mistkerl konnte entwischen, bevor wir ihn in Gewahrsam hatten. Ich muss jetzt los. Wurde aber auch Zeit. Das sind auch alles Bloodpack-Leute. Bloodpack besteht also nur aus diesen... Lassen Sie uns in Ruhe! Aus diesen komischen Seuch, also diesen komischen Viecher, die sich hier vermehren und die keiner mag. Und das Ding. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Ich kenne die ganze Spezies nicht mehr. Ich wusste das alles mal. Schutzgeld konnten. Die hacken wir doch aber mal kurz. So. So. Und so. Ja, toll. Ihr seid auch bereit fürs Kämpfen, rein theoretisch. Dann gehen wir, wo ist die Medizinstation? Da ist noch eine. Dann brechen wir hier nochmal kurz ein. Komisches Ding, C. Komisches Ding, komisches Ding. Das sind dieselben komischen Dinger. Das sind auch dieselben komischen Dinger. Das ist noch ein C. Das sind die Batterien und das sind die Ys. Lass uns durch, Tür! Das könnte nützlich sein. Okay, Maschinenpistole verbessert. Noch ein paar Credits, ein paar Energiezellen und noch mal ein Medigel oder was? Ne, Bergungsgut. Lucians Schütze, müssen wir da durch oder was? Unser Ziel ist in ich suche Richtung. Sergeant Cathcart. Ich auch, Kumpel. Er ist da drüben und arbeitet an einem Jäger. Wir gehen über die Brücke, wenn er den Befehl erteilt. Reden Sie mit ihm, wenn Sie meinen. Aber ich hab's nicht eilig. Warum haben Sie noch nicht mit ihm geredet? Ich bin doch nicht bescheuert. Dieser Angriff ist enorm gefährlich. Warum hast du dich dann freiwillig gemeldet, wenn du da gar nicht dran teilnehmen willst? Was wollen Sie? Weiß ich nicht, vielleicht mal mit eurem Anführer reden oder so. Ich will keine Ausreden. Kafka soll den Jäger reparieren, sonst raus mit den Freischaffenden. Ich habe keine Zeit für so eine Scheiße. Ich habe nur ein paar Fragen über die Operation. Genfer! Schaffen Sie mir diesen Abschaum aus den Augen! Hier rüber. Die nächste Welle bricht in Kürze auf. Sollten Sie sich nicht draußen dafür bereit machen? Warum ist er so sauer? Er mag Freischaffende wie Sie nicht besonders. Er vertraut nur Leuten, die er kennt und lässt ungern Außenstehende mitmachen. Was möchten Sie wissen? Was wird Tarek tun, wenn das Infiltrationsteam versagt? Als erstes wird er alle Freischaffenden erschießen, die noch am Leben sind. Danach wird er Eclipse und das Bloodpack vorschicken. Ich habe vorgeschlagen, zusammenzuarbeiten, aber er vertraut den anderen Gruppen nicht. Und wenn Archangel alle Angriffe überlebt, dann sind die Suns auf sich allein gestellt. Deshalb will Tarek auch unbedingt, dass der Jäger repariert wird. Aber dazu wird es nicht kommen. Archangel ist gut, aber so lange hält er nicht mehr durch.
Er ist jetzt schon über einen Tag da drin. Ja, wer weiß, was der schon alles durchgemacht hat. Vielleicht überlebt er noch länger. Was machen die Blue Suns auf Omega? Wir liefern Ware an viele Gruppierungen und Parteien hier. Ware? Waffen, Mechs, Maschinen, was immer sie brauchen, wir besorgen es. Wir vermitteln auch Abkommen zwischen den Parteien. Man würde es im Moment nicht vermuten, aber Tarek ist ein geschickter Verhandlungsführer. Was hat Archangel getan, dass die Blue Suns so wütend auf ihn sind? Er verhöhnt und jagt uns die ganze Zeit. Wir vermuten inzwischen hinter jedem Job eine Falle. Weiß er, wo das Treffen stattfindet? Wird die Lieferung plötzlich verschwinden? Wie viele Männer werden wir dieses Mal verlieren? Tarek hat einfach genug. Ich kann es ihm nicht verdenken. Okay, der hat sich wohl ziemlich unbeliebt gemacht. Er ist ein militanter Turianer, dem es Spaß macht, zum Zeitvertreib Söldner umzulegen. Dann ist es nicht Garrus. Abgesehen davon ist er ein einziges großes Fragezeichen. Er taucht auf, meist zum denkbar ungeeignetsten Zeitpunkt, und pfuscht uns in unsere Arbeit. Wenn Sie mich fragen, kann er gar nicht früh genug draufgehen. Warum hassen Sie ihn so sehr? Er hat Tarek angegriffen. Zu Hause. Hätte ihn beinahe erwischt. Tarek ist seitdem ständig kurz vorm Ausrasten und macht mir das Leben zur Hölle. Alles, was ich tue, wird kritisiert. Dass er die anderen Söldnertruppen zu Hilfe geholt hat, zeigt, wie verzweifelt er ist. Die sind doch genauso schlimm wie Archangel. Er hat also schon zwei von den drei, mit denen wir geredet haben, Anführern, ja, persönlich getroffen, mehr oder weniger. Und er ist ein Scharfschütze und ein so guter, dass er schafft, alleine gegen drei komplette Organisationen in einem Turm zu überleben. Also wird er wohl ein sehr, sehr guter Scharfschütze sein. Und trotzdem hat er es nicht geschafft, beide Typen zu erledigen, obwohl sie nicht mit ihm gerechnet haben. Ich bin eher dafür, dass er sie wahrscheinlich beabsichtigt nicht getroffen hat und quasi nur ein Zeichen setzen wollte. Auf den Weg. Gute Idee. Und melden Sie sich bei Kafka. Er ist doch als guter Scharfschütze, lässt dir doch nicht zwei deiner Hauptziele einfach so hier rumstehen. Lass doch nicht einfach überleben, das wäre doch... Ja, ich bin schon bereit. Da vorne steht er, ne? Ist das Kaska? Ja, Kaskas Assistent. Kaska ist wahrscheinlich der, der da sitzt, oder? Kaska? Sergeant Kafka. Ah, Sie müssen die Gruppe sein, die Salky erwähnt hat. Sie kommen genau rechtzeitig. Salky? Sie haben ihn getroffen, als Sie abgesetzt wurden. Er hat über Funk durchgegeben, dass Sie kommen. Sie drei unterscheiden sich deutlich von den meisten anderen Freischaffenden. Wie auch immer. Das Infiltrationsteam gibt in Kürze das Signal. Archangel wird nicht mal merken, was ihn erwischt. Irgendwelche Fragen? Jetzt ist vermutlich die letzte Gelegenheit dafür. Dann fragen wir noch ein paar Mal. Ja? Geben Sie uns mit dem Jäger Deckung. Ha, Tarek ist der Einzige, der damit fliegt. Außerdem ist er noch nicht so weit. Dieser Mistkerl von Archangel hat ihm beim letzten Einsatz übel mitgespielt. Noch ein paar Handgriffe und er ist wieder wie neu. Okay. Warum koordinieren Sie den Angriff und reparieren Jäger? Ich gehöre zur Infiltrationsgruppe. Unser Team arbeitet mit dem Jäger zusammen. Ich organisiere hier die Freischaffenden und sorge dafür, dass der Jäger einsatzbereit ist, wenn er gebraucht wird. Dann sollte der Jäger also schnell kaputt sein. Bevor wir da reingehen, sonst haben wir ein Problem. Unser Plan lautet also einfach, unbeirrt nach vorne zu laufen, immer in Richtung Archangels Gebäude? Und dabei nicht zu schnell umgelegt werden. Die Ablenkung funktioniert nur, solange Sie am Leben bleiben. Sie müssen es ja nicht bis ganz rüber schaffen. Sorgen Sie nur dafür, dass Archangel auf die Brücke achtet. Den Rest übernimmt das Infiltrationsteam. Wir müssen aber das Infiltrationsteam am besten ausschalten. Wie kommt das Infiltrationsteam an Archangel ran? Sie haben zwei Optionen. Sie erwischen ihn im Nahkampf und erledigen den Mistkerl von Angesicht zu Angesicht. Falls das nicht klappt, haben Sie Sprengladung. Dann brauchen Sie etwas Zeit, um sie scharf zu machen. Okay, ist gut, je mehr Informationen wir sammeln, umso mehr können wir sie halt quasi gegen sie verwenden. Die Brücke ist also der einzige Zugang? Zumindest solange der Jäger außer Gefecht ist und die Sprengeinheit noch an den Tunneln arbeitet. Sehen Sie, wir haben einen Plan. Es ist nicht nötig, dass Sie hier mit revolutionären neuen Ideen ankommen. Tun Sie einfach Ihren verdammten Job, kassieren Sie Ihre Credits und hauen Sie dann wieder ab. Okay. Führen Sie den Angriff an? Tarek bezahlt mich nicht fürs Kämpfen. Ich plane nur die Angriffe und repariere den verdammten Jäger. Freischaffende wie Sie haben das Privileg...
Roger. Bravo, Team. Los, los, los. Auf Archangel wartet eine ordentliche Überraschung. Aber das heißt, dass ich jetzt weitermachen muss. Ich muss ihn wieder auf 100% Leistung bringen, bevor Tarek beschließt, dass er ihn braucht. Wo habe ich nur das Universalwerkzeug hingelegt? Hätte uns gut getan, aber das war eine böse Aktion. Ich wollte keine böse Aktion machen. Nicht viel Zeit. Allzu lange sollten wir aber nicht warten. Hätten wir ihn nicht mit dem Blitzding jetzt betäuben können oder so? Blaue Rüstung, Iscaris. Wir bereiten diesen Kerl selbst eine Überraschung. Ärger voraus. Sieht aus wie Garrus, ganz ehrlich. Ausgezeichnet gezielt.